Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Let's Play auf diesem Channel. Wir spielen Ori and the Blind Forest, ein Jump'n'Run, das sowohl zur Verzweiflung als auch zu Liebhaben und Verständnis führen kann. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht länger, sondern fangen einfach direkt an und gucken, was dieses Spiel so für uns bereithält. Sagt uns schon, ja, ist dieses Spiel eine sehr ruhige Atmosphäre. Wir schauen jetzt erstmal, was da vom Himmel gekommen ist und bewegen uns dahin. Ist Ori nicht süß? Erstmal nach draußen. Was uns erwartet. Wir sehen eine fröhliche, freche Landschaft. Und einen noch fröhlicheren Ori. Ich werde jetzt erstmal im Prolog nicht so viel reden. Es geht ja jetzt gleich erst richtig los. Dann erkläre ich noch genaueres. Der Herbst. Doch Hoffnung gab es nicht.
zurück. So war Ori wieder allein. Als Schreie die Stille zerrissen. Hoffnung nahm. Das ist die Kraft meines Kindes, mich. Und ein neues Zeitalter begann. Spiel gespeichert. Und damit noch einmal ganz herzlich willkommen zu, ja, wie ihr gesehen habt, Ori and the Blind Forest. Ich habe dieses Spiel bereits angefangen zu spielen gehabt, jedoch habe ich niemals das Ende auch nur ansatzweise gesehen. Und ich würde sagen, wir laufen erstmal los, gucken, was wir finden und ja, ich würde sagen, gucken, was in diesem Spiel auf uns zukommt. Wie gesagt, Ori, ein Jump'n'Run-Spiel. Also, ne, Jump'n'Run kennt ihr, glaube ich, von Mario. Ich glaube, Mario ist so das gängigste Beispiel dafür.
Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Ja, genau, daran sollte ich nicht. Und, ja. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. E, zurückhalten, Seelenverbindung, speichern. Spiel gespeichert. Drüber springen. Einmal sterben. Traurigerweise jetzt schon gestorben. Du hast etwas geisterlich gefunden. Wenn du den Balken füllst, erhältst du eine Fähigkeit. Ich glaube allerdings, beziehungsweise ich weiß allerdings, dass ich in diesem Spiel leider tief im Wald von Ori verloren gegangen war. Wir heben das kleine Licht auf. Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin sein, das Licht und die Augen des Geisterbaums. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deine Reise führen, wenn du das möchtest. Und doch, hörst du das? Sie müssen dir hier gefolgt sein. So, wir können jetzt Geisterbaum benutzen. Wir haben jetzt Mighty Power. Und können uns jetzt zur Wehr setzen, wenn wir angegriffen werden. Könnte natürlich uns voll vorteilhaft sein. Ja, wie gesagt, wie gerade angesprochen, Ori bereits gespielt. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach eins der Geisterbaum. In der Senke, hinter der Höhle, werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Wir müssen hoch zum Geisterbaum. Da. Den Weg sehen wir. Wir können rauszoomen, wir können reinzoomen. Wir haben hier eine Karte. Wir wissen also, dass wir hier oben lang müssen. Ori and the Blind Forest, Jump and Run, was ja eher von der schwereren Sorte ist, überhaupt. Viele Tode, viele schwere Stellen. Guck mal, ich kann dann direkt da wieder speichern und habe eine Fähigkeit. Flammensalve, ermöglichst du 3 Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen, ermöglicht das Benutzen von Seelenverbindungen. Wie gesagt, etwas erfahren im Spiel, ja, jedoch vieles, da es auch sehr, 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 sehr lange her ist, dass ich dieses Spiel angespielt habe oder dass ich es gesehen habe, vieles demnach auch wieder untergegangen in Gedanken mit diesem Spiel so viel. Was in Gedanken mit diesem ist, dass es definitiv ein wunderschönes, wirklich wunderschönes. Geisterportale sind uralte Strukturen, die durch die Wurzeln des Geisterbaums verbunden sind. Nutze ihr Licht, um deine Kraft zu erneuern, wann immer du erschöpft bist. Und damit kann ich auch speichern. Ich will da hoch. Da hoch kann ich noch nicht. Zurückzukommen, das Spiel, super süß, super schöne Geschichte, super niedliche Story. Ich weiß nicht, einfach ein Spiel, was man lieben muss, um, also meiner Meinung nach. Egal, ob man sich jetzt wirklich daran verzweifelt, so wie ich das größtenteils werde und auch schon getan habe. Aber ich dachte mir einfach, wenn ich jetzt schon Let's Plays mache auf diesem Kanal, dann muss Ori and the Blind Forest definitiv dazugehören. Weil dieses Spiel ist einfach unfassbar schön. Wirklich unfassbar schön. Ist versehen gespeichert, egal. Nicht so schlimm. Ist eher gut sogar. Wie gesagt, Ori and the Blind Forest musste dazugehören. Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Zahl Schlüsselsteine nötig ist. Folgen wie gewohnt. Um die 20 Minuten werden sie sich belaufen. Auch das kennen wir schon. Wann Ori immer kommt, da ist das Geistertor. Das Geistertor blockiert unseren Weg. Von den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz.
Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. Wir haben doch gerade gesehen, da oben, ein Schlüsselstein. Wann Ori kommt, ja, das, ja. Nee. Ori wird, ja, ab heute, wo es erscheint, wird Ori erscheinen. Dann immer im Tagestakt zum Hauptprojekt. Rappels wird auch noch kommen, keine Sorge. Rappels kommt weiterhin. Bin allerdings noch überlegt, das kann nicht sein. Je nachdem, wie es halt bei euch ankommt. Ob ich Ori nicht vielleicht dann sogar tagtäglich bringe. Also auch 7 Tage die Woche. Wir haben gerade gehört, dass ich nicht und dann können wir speichern. Ich habe wieder Fähigkeitenpunkt. Damage, Damage. Wir brauchen Damage, Damage. Das ist Geistertor. Steine! Ein Eisbücher. Damit können wir unsere Dings wieder aufladen. Ein Kartenstein, eine der vielen uralten Markierungen, die dazu dienen, eine Landkarte des Waldes Nebel anzufertigen, während er wucht. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Ja, mal gucken, vielleicht können wir das Kartensteinfragment finden. Aber was wir auf jeden Fall haben, das. Wir brauchen, glaube ich, wieder 2. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum ihr meine wunderschöne Schnute nicht sehen könnt, das liegt daran, ich persönlich finde das. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere dann dementsprechend mitempfindet, wenn er das Spiel kennt oder wenn er das Spiel dann anfängt zu kennen. Ich finde, Ori ist ein sehr storylastiges Spiel, was ich demnach gerne ohne Cam machen würde, weil man sich dann mehr auf die Stimmung und auf das Ganze fokussieren kann, als wenn dann meine Visage dann auch noch mit dem Beispiel. Wenn ihr das allerdings in Zukunft gerne hättet, dass ich meine Facecam auch bei solchen Spielen dann schön dabei packe, lasst es mich wissen. Aber ansonsten werde ich das dann erstmal so machen, wie ich es dann gut halte. Da waren jene, die sich Hoffnung machten. Als sie verwüstete und tötete. Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von vielen Geistern. Wir spüren Licht. We feel the light. Du hast den Wandsprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von Pfeiltasten zu einer Wand hinbewegen und dann wiederholt Space drücken, um daran nach oben zu springen. Ja, das können wir machen. Das können wir machen. Alleine diese Atmosphäre ist so wunderschön und so harmonisch und ach so einfach. Weißt du, ich gucke Ori einfach mal an. Meiner Lieblingsspiele. Absolut eins meiner Lieblingsspiele. Wir haben jetzt heute. Jetzt, wo ich gerade aufnehme, ist es Montag. Ich glaube, heute ist ein guter Tag, um die Folge noch auf die Runde zu machen. Hat er das gerade laut gesagt? Dann kommt gleich gegen. Was heißt gleich? Dann kommt gegen Nachmittag, dann Ori erscheint. Dann gegen Abend Rappels erscheint. Je nachdem, wie ich Zeit habe dazu. Oh oh! Quatschen.
Aber ich möchte speichern. Kann ich ja speichern? Ja, dann ist das direkt an mir. Ja, cool. Aua! Stacheldinger! Ich würde wenigstens... Aua! 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 Ich würde, um ehrlich zu sein, wenigstens in der Folge noch zum Geisterbahn gerne kommen. Das wäre schön. Ob ich schaffe, weiß ich es ehrlich gesagt nicht, weil wir sind da jetzt auch schon eine Weile aus. Aber ich würde gerne noch den Geisterbahn schauen. Ich würde wenigstens das in der Folge so ein bisschen abgefahren haben. Guck mal, dass das Kartenstein verknallt. Nehmen wir den Kartenstein. Mittlerweile machen wir sogar echt gut Damage mit den Flammen. So, dann können wir das da reinpacken und sehen viel mehr vom Wald. Also da hoch, da hoch, da hoch und da ist Baum. Okay, was machen wir noch? Ich würde sagen, das machen wir noch in der Folge. Also wie gesagt, spielt ab, aber ich habe auch nicht mehr von allem, was passiert, so eine Ahnung. Jetzt da hoch. Von allem, was passiert, so eine Ahnung. Deswegen, bitte verzeiht es mir, wenn ich dann an manchen Stellen dann doch stuck bleibe und nicht immer direkt die richtige Lösung habe. Laser. Ich glaube, davon sollten wir uns nicht treffen lassen. Aua. Guck mal, da habt ihr schon mal direkt gesehen, wie man es nicht machen sollte. Komm ich da oben ran? Komm ich da oben ran? Komm ich. Unter Riskierung meines Lebens, was gleich aufgebaut ist, versuche ich hier irgendwie lang zu kommen. Was wäre so cool, wenn ich das jetzt schaffen würde? Weil sonst nicht Spalt sagen. Boah, war das knapp. Es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade mal ein bisschen weniger. Boah. Ja, teilweise muss ich mich hier tatsächlich konzentrieren. Ich habe vier Schlüssel gestanden. Oh, geschafft. Ich habe es tatsächlich beim ersten Mal geschafft. Ich hätte das nicht gedacht. So, und da? Traurig fanden sie mich vor. Schlafend. Wir erzählten Lori die Geschichte ihres fehlgeleiteten Willens. Geisterbaum. Er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten. Komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht der Lichtzeremonie. Es war unser Licht, das sie hasste. Ich rief nach oben, doch mein Kind kam nicht. Yeah.
Stahl sein. Es war das Ende unserer Tage. Du hast das Licht des Geisterbaums empfangen. Er hat unser Schicksal in deine Hände gelegt. Hör jetzt gut zu, denn du musst dies verstehen. Der Geisterbaum gab den drei Elementen des Lichts Kraft und im Gegenzug sorgten sie für Gleichgewicht und baten Nebel in Sicherheit. Das Element des Wassers, hoch oben auf dem Ginsu-Baum. Das Element des Windes, tief in den Elendsruinen. Das Element der Wärme unter den Flammen des Hochmeers. Um Nebel wieder zu altem Glanz zu verhelfen, müssen wir ihr Licht erneut entfachen, bevor es zu spät ist. Das erste finden wir hinter der Spinnenburg, auf einem Baum, wo einst das Wasser floss. Dornensumpf, unser nächstes Ziel. Finde den Geisterbaum. Finde den Ginsu-Baum, es tut mir leid. So, wir sehen jetzt, wir dürfen da lang, da lang, da lang und dann dahin. Allerdings machen wir das in der nächsten Folge von Ori and the Blind Forest. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir, die erste Folge von diesem Projekt. Ich hoffe, ihr könnt mit diesem Spiel was anfangen, habt vielleicht ein bisschen Gefallen daran gefunden wie ich. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder zuschaut und wieder einschaltet, wenn die nächste Folge dann oben ist. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dann. Ciao.